Sind neue Objekte in den Shops erhältlich? Shop-Standort oder Filmkarte machen. Oh, in dem Klamottenladen gibt es was Neues. Dann gucken wir mal rein. Erstmal hier, komm. Hadouken! Yeah, man! Hadouken! Ja, der Hintergrund ist neu. Mega geil, muss ich sagen. Je nachdem, an welchem Ort man ist. Das hat auch was. Aber ist teuer. Warum habe ich hier eigentlich noch keine Katzenohren verpasst? Ach ja, weil die Katzenohren so riesig sind. Das sind keine Katzenohren, das ist... Ach, haben wir schon wieder fast 10 Uhr. Was ist denn da los? Nein, keine Angst. Das ist nicht die Erinnerung, dass ich bald Schluss machen werde. Ich denke mal, ich mache bis 23 wahrscheinlich wieder. Ich denke übrigens, dass es kein Spoiler ist, wenn ich dann hinterher bei Klaus sage, dass ich bei den Besten lerne. Weil man weiß ja sowieso, dass man von jedem Meister lernen kann. Er weiß ja nicht, wie weit ich im Street Fighter bin. Außerdem hat er im Street Fighter, glaube ich, sogar zugeguckt. Hast du eigentlich auch einen Heiler im Team, oder? Ich weiß nicht, ist die neue Katze eine Heilerin? Ich glaube nicht. Ansonsten kann ich für einen Anfang raten, Barbara, falls du die hast. Ja, ich wollte U-Bahn fahren. Ach ja, da. Habe ich schon erwähnt, dass die zweite Staffel Goblin Slayer auf Pro7 Max kommt? Im Simulcast?
feiere das einfach. Hand open! Hast du nicht? Na, ist ja nicht so schlimm. Kannst du mir eigentlich mal einen Screenshot zeigen von allen Charakteren, die du so besitzt? Hadouken! Oh, hey, dich kenne ich doch. Du warst sicher überrascht, was... Tut mir leid, die Geschichte mit der Gang war ein kleiner Notlüge. Ich arbeite in der PR-Abteilung der U-Bahn. Ich dachte, ein paar Aktionenfotos würden sich gut als Werbung eignen. Da ich keine Gangmitglieder kenne, habe ich einen Typen aus dem Novizenliga-Turnier eingespannt. Ich habe tolle Fotos gemacht. Du hast nichts dagegen, dass ich sie verwende, oder? Ich weiß es zu schätzen. Oh, und bevor du fragst, die Typen, gegen die du im Zug gekämpft hast, waren echte Gangmitglieder. Natürlich war ich nicht gerade scharf drauf,
die dazu folgen. Sie bedrohen ständig die unsere Fahrgäste und machen Ärger. Du kannst gerne jederzeit den Zug besteigen, um diesen Nichtsnutzen eine Lektion zu erteilen. Und übrigens, sie scheinen eine Art Schatz zu verstecken, weil du zusätzliche Motivation brauchst. Man trifft sich bei jeder Fahrt, andere Leute. Also schau öfters vorbei, um sie alle im Auge zu behalten, ja? Jedes Mal, wenn du mit der U-Bahn fährst, sind andere Fahrgäste dabei. Manchmal triffst du auch seltene Gegner oder stolperst sogar über einen Schatz. Schau ab und zu vorbei, um dich in der U-Bahn zu prügeln. Ja, sollte ich vielleicht doch mal öfter machen. Ah, nice. Obwohl, wenn ich so sehe, hast du sogar zwei Heiler. Und da du Bennett eh im Team hast, er hat ja auch eine heilende Wirkung. Also der hat ja auch so, ich glaube, seine Ult heilt, wenn man in diesem Feld ist. Ich weiß nicht, ob das seine Ult oder seine Fähigkeit ist. Aber er macht so einen Heilkreis. Ansonsten ist Noelle noch eine Heilerin. Wenn sie ihr Schild macht und dann attackiert. Ja, genau, das war die Maid. Genau. Also ich bevorzuge ja Noelle, aber Bennett soll ja auch nicht schlecht sein, aber ich spiel den halt nicht, deswegen weiß ich nicht, was der so drauf hat. Ich nehme an, du bist die vom Informanten erwähnte Person. Hey, du brauchst nicht zu antworten. Ich habe den Auftrag, hier aufzupassen, das ist alles. Hier, eine Schlüsselkarte für das Sirn-Gebäude. Jetzt gehört sie dir. Verliere sie nicht. Alles klar. Ich möchte, dass du das benutzt, um dich ins Sirn-Gebäude, zu schleichen. Du brauchst keine Betriebsgeheimnisse oder ähnliches zu sammeln. Aber ich möchte, dass du ein paar Dinge ausborgst. Genauer gesagt, den Laborkittel eines Forschers und einen Sirn-Mitarbeiterausweis. Ich werde dir sagen, wozu ich sie brauche, nachdem du sie beschafft hast. Warte bis zur Nacht und schleich dich dann von der Baustelle aus hinein. Lass dich nicht erwischen. Oh.
Nachts wird hier nicht gearbeitet, also, Lass mich raten, Gus hat dir von der Nachtschicht erzählt. Jetzt macht das Sinn, dann geh durch. Willkommen bei der Nachtschicht, viel Spaß. Na schau an, der Neuling hat beschlossen, sich zu zeigen. Dann kann es ja losgehen. Was? So stellen sich die Leute aus der Nachtschicht vor. Mit krassen körperlichen Wettkämpfen. Nacht für Nacht. Achso, ich kann hier nicht unendlich... Nachts verwandelt sich die Baustelle in ein Klettergerüst mit verschwitzten Arbeiterkriegern. Wenn man den Strom anschaltet, kann man sogar den Kran in Bewegung setzen. Und das gibt dem Klettergerüst einen ganz besonderen Nervenkitzel.
Oh. Noch einer. Wir werden beobachtet. Du denn? Au!
Das ist schon cool. Au! Ich hasse Drohnen. Komm da nicht rein. Schießt du da rein? Wenn du viel Zeit im Labor verbringst, brauchst du einen Laborkittel und eine Brille. Oh, und ein wenig verrückte Wissenschaftler, Laura. Etwas in der Art von... Endlich ist meine Forschung abgeschlossen. Du weißt schon. Hör auf dein Herz. Wenn du auch Laborfan bist, solltest du einen Laborkittel anziehen. Es gibt hier noch irgendwo einen... Hadouken gegen Kühlschrank! Jetzt ist Kühlschrank gepisst! Ah! Ich! Hadouken!
Hadouken! Hadouken! Hadouken! Au. Ein Mitarbeiterausweis? Ich glaube, ich habe einen auf einem höheren Stockwerk gesehen. Der Zugang zum Aufzug wird mit deiner aktuellen Karte eingeschränkt sein. Du musst sie an deinem PC verbessern. Ich habe den Alarm deaktiviert. Kannst du mir mal erklären, was das soll? Du begehst technisch gesehen Hausfriedensbruch, weißt du? Andererseits tue ich das auch, wenn ich darüber nachdenke. Egal! Wenn du herumstolperst und mir in die Quere kommst, haben wir ein Problem. Also versuche möglichst nett zu sein, okay? Yeah!
Ja, ich habe die Botschaft verstanden, klar und deutlich. Es wird offensichtlich nicht einfach, mit dir klarzukommen. Deshalb schlage ich Folgendes vor. Du machst dein Ding, ich mach meins. Wir kommen uns gegenseitig nicht in die Quere, okay? Jeder begeht seinen eigenen Hausfriedensbruch sozusagen. Okay, nun denn. Auf nimmer Wiedersehen. Schlüsselkarte für das Sinngebäude, mit der du auch Aufzüge nutzen kannst. Der Zugang ist durch die Sicherheitsstufe beschränkt. Deine Schlüsselkarte wurde aufgewertet. Du kannst jetzt Aufzüge benutzen. Welche Stockwerke du betreten kannst, hängt von der Stufe deiner Schlüsselkarte ab. Kommt mir so bekannt vor. Hat so Final Fantasy Player. Hä? Wo zum Teufel habe ich meinen Mitarbeiterausweis gelassen? Vielleicht im Serverraum. Ein Kühlschrank? Feinde sind nicht die einzige Gefahr. Gimmicks im Kampf. Wenn während eines Kampfes Dangers angezeigt wird, ist das dein Signal, dass etwas anderes als dein Gegner angreifen wird. Ein Stier kann durch die Stage rennen. Fässer können von oben herabfallen. Elektrisch geladene Säulen können erscheinen. Rechne mit dem Schlimmsten und sei dir bewusst, dass alles passieren kann. Was? So, die haben mich K.O. gemacht, scheiße. Den Mitarbeiterausweis. Es geht dort offenbar Lachs zu, wenn du ihn einfach so findest. Das Sicherheitspersonal hat wohl nur die Tür im Blick. Lief alles okay? Hast du einen Laborkittel und deinen Ausweis in die Finger gekriegt? Gut. Zieh sie an und warte tagsüber am Eingang zum Sirn-Gebäude. Es wird vereinbart, dass der Wächter, den du schon getroffen hast, dich hineinführt. Clear.
Funktioniert das so?